Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist auch nicht der Fall. Können wir mit der Abstimmung beginnen? Ist es von den Clubs? SPÖ? Okay. Neos? Grüne? Geht es bei den Grünen auch zur Abstimmung? FPÖ? Gut, dann kommen wir zu den verlegten Abstimmungen, die Berichte des Budgetausschusses, die ich über jeden Tagesordnungspunkt getrennt vornehme. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 20. Entwurf betreffend des 18. Covid-19-Gesetzes in 143 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Obernostra, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde ja zunächst. Wie schon den ganzen Tag über werden jetzt wieder Abstimmungen zusammengezogen, die vorhin verlegt worden sind. Normalerweise stimmt der Nationalrat ja nach jedem Tagesordnungspunkt über die soeben debattierten Anträge und Themen ab. Heute ist es so, dass diese Abstimmungen immer wieder verlegt und dann gesammelt durchgeführt werden, damit verhindert wird, dass die ganze Zeit während der heutigen Plenarsitzung alle Abgeordneten im Saal sein müssen, also um Abstand zu sichern. Einverstanden sind um ein Zeichen. Das ist ebenfalls die Mehrheit und mit Mehrheit angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung und wer auch in der dritten Lesung damit einverstanden ist, dann bitte ich um ein Zeichen. Es gilt auch in der dritten Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kickl, Kolleginnen und Kollegen, betreffende echte Hilfe für Österreich. Ich darf die Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein dementsprechendes Zeichen bitten. Das ist die Minderheit der Herr abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung der Tagesordnungspunkt 21. Entwurf betreffend 11 des Covid-19-Gesetzes am Titel und Eingang in 144 der Beilagen. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen gleich zur dritten Lesung. Wenn es auch in der dritten Lesung das Zustimmungszeichen der gleichen Art ist, ist einstimmig angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 22, Entwurf betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Zahlungsdienstgesetz geändert wird und das Pfandbriefstellengesetz aufgehoben wird, samt Titel und Eingang in 37 der Beilagen. Wer dafür ist, dem Zeichen, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig und komme gleich zur dritten Lesung. Wer dafür ist, in der dritten Lesung ebenfalls einstimmig angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 23, Entwurf betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 108 der Beilagen. Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig und zugleich in der dritten Lesung. Wer dafür ist, ebenfalls einstimmig angenommen.